Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Es geht wieder einmal um den Neumond. Diesmal findet dieser Neumond im Zeichen Waage statt und findet am 6. September statt. Dieser Waage-Neumond eignet sich hervorragend, um tatsächlich dir nahe zu kommen, innerhalb von Beziehungen einen neuen Level zu erreichen. Das heißt, hier eine stärkere Verbindung zu schaffen, zu kreieren. Und das funktioniert ganz viel dadurch, dass man kommuniziert. Also jede Partnerschaft, sage ich jetzt mal, das A und O einer Partnerschaft ist die Kommunikation. Und dadurch, dass wir jetzt den Mars in der Stellung haben, wie er ist, das ist so der sogenannte Kampfplanet, unter anderem, könnte es sein, dass sich die Kommunikation momentan etwas herausfordernder gestaltet, dass man vielleicht etwas explosiver ist, weil man selber auf einem neuen Stand ist, weil man selber mittlerweile mit bestimmten Dingen vielleicht nicht mehr dealen kann und nicht mehr umgehen kann und weiß, dass sie einem selber nicht zuträglich sind. Und hier kommt so der Push, dass wir das tatsächlich auch aussprechen, also gerade auch mit Merkur, der da mit von der Partie ist, dass wir diese Dinge wirklich aussprechen. Und hier möchte ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen und anraten, versuche nicht so bestimmt und das musst du machen und das musst du machen oder das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, sondern wirklich Einladungen auszusprechen. Also das heißt zu sagen, komm, was hältst du davon? Meine Absicht ist es, dass wir unsere Verbindung, dass wir uns näher kommen und dafür wäre mir zum Beispiel das und das wichtig. Wie schaut's denn bei dir aus? Also wirklich hier so diese Absicht der Liebe im Hintergrund. Also werd dir über deine Absicht wirklich klar, was willst du und wie willst du das erreichen? Auch wenn es bis jetzt vielleicht nicht funktioniert hat, vielleicht hast du jetzt die Möglichkeit, ganz neue Strategien auch für dich tatsächlich zu entwickeln. Dieser Neumond eignet sich trotz alledem, also dass das halt natürlich auch mit Beziehungen zu tun hat, sehr, sehr, sehr hervorragend für die Beziehung zu dir selbst. Also die zu stärken. Hier deine innere Stimme tatsächlich nochmal lauter werden zu lassen. Hier deine Verbindung zu deinem Wesenskern zu stärken, dich selbst besser kennenzulernen. Durch Beobachtung, durch Hinterfragen deiner selbst, aber jetzt nicht im negativ-kritischen Sinne, sondern tatsächlich spielerisch freudvoll hier mal zu hinterfragen, dient mir denn das, was ich so meine, wie ich auf bestimmte Dinge reagiere? Oder was ich auch zum Ausdruck bringe, was ich spreche. Denn was wir nie vergessen dürfen, ist tatsächlich, dass Worte ein sehr, 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 sehr starker Manifestationshelfer sind, sozusagen, beziehungsweise Worte manifestieren. Ja, also Worte werden Wirklichkeit. Und dann beobachte auch mal deine Sprache. Also, wie redest du? Wie kommunizierst du? Und was ist quasi immer diese Absicht dahinter? Also, was ist deine Motivation, wenn du so willst? Die auch herauszufinden und gegebenenfalls vielleicht auch zu verändern hin zu mehr Frieden mit dir selbst, aber auch mit deinem Umfeld und innerhalb deiner Beziehungen. Dann haben wir noch einen Aspekt direkt zum Neumond mit Chiron. Chiron ist ja immer so unser verwundeter Heiler, beziehungsweise ist so unsere Urwunde, sage ich jetzt mal. Und aus dieser Urwunde heraus können wir durch unsere Erfahrungen anderen Menschen auf ihrem Weg mit vielleicht derselben Wunde gut helfen. Zu diesem Neumond ist es jetzt super günstig, wirklich hier deine tiefsten Wunden mal auf eine
ja, freundliche Art, auf eine offene Art zu betrachten. Wo ist deine Achillesferse? Was ist deine Achillesferse? Zu was treibt sie dich? Also von was hält sie dich ab oder wo motiviert sie dich, etwas zu tun? Denn diese, also wir machen ja ganz vieles, um bestimmte Schmerzen zum Beispiel zu vermeiden. Ja, also allein der Körper hat ja immer so diese Ausgleichsmechanismen und diese Schonhaltungen, sage ich jetzt mal, um uns vor Schmerzen zu bewahren. Genauso ist es aber auch mit unserem Seelenleben, genauso ist es auch mit unserem Energiesystem, ja, oder unserem Bewusstsein. Wenn wir jetzt wissen, dass wir an einer bestimmten Stelle einen ganz wunden Punkt haben, dann tun wir viele Dinge, um außenrum zu manövrieren, um auszuweichen, um diesen Schmerz nicht nochmal spüren zu müssen, um ihn nicht größer werden zu lassen, etc. Also wir vermeiden hier ganz viel. Wir entwickeln Muster, die oft dann aber tatsächlich auch schon unbewusst ablaufen, in unser Unterbewusstsein sickern und damit ganz, ganz viel Einfluss auf unser Leben haben. Und das ist eine Seite, dass wir da weniger Schmerzen haben, okay, aber es ist auch wie so, also es grenzt uns ein, es sperrt uns ein und wird immer enger. Entschuldigung. Macht auch unsere Komfortzone tatsächlich immer enger und enger und enger und enger und irgendwann kriegst du gar nicht mehr mit, wie viel Schönheit es im Leben gibt, wie viel positive Dinge es im Leben gibt. Ja? Gerade in dem Bereich, wo deine Wunde vielleicht auch liegt. Also öffne dich da mal wirklich für neue Sichtweisen auch und neue Umgangsformen, zum einen mit dir selbst und zum anderen auch mit in Beziehungen aller Art. Genau, das sind so die Kernpunkte von diesem Neumond und dann möchte ich heute gerne eine Meditation mit euch machen, die dich mit dir selbst noch mehr in Frieden bringen soll, die dich mit dir selbst in Kontakt bringen soll, die Verbindung und die Liebe zu dir selbst stärken soll. Denn das ist in meinen Augen der wichtigste Kernpunkt. Wenn du im Frieden bist, wenn du in der Liebe bist, wenn du in der Ruhe bist, in der Gelassenheit bist, dann kannst du das in deine Beziehungen ausstrahlen und hier auch den größten Einfluss auch erwirken. Und das oberste Zuckerl, du fühlst dich gut. Und das ist ja das Wichtigste. Genau. Gut. Ich denke nämlich auch, dass viele, viele Herausforderungen noch auf uns zukommen werden. Und da ist es umso wichtiger, wirklich in dir im Frieden zu sein, zum einen. Und wenn du im Frieden bist und in der Gelassenheit bist, dann kannst du auch das, was du zum Ausdruck bringen möchtest, das, wo du vielleicht auch Grenzen setzen solltest, das, wofür du einstehen sollst. Also wir sollten nicht in den Krieg ziehen, um gegen etwas zu kämpfen, sondern wir dürfen in Führung gehen und uns für etwas einsetzen. Und wenn du schon kämpfen willst, dann kämpf für etwas und nicht gegen etwas. Denn immer sich nur zu beklagen, ja, das ist schlecht und das ist kacke und was weiß ich nicht was, hilft ja alles nichts. Also lass uns wirklich hier, lasst uns in den Frieden ziehen, wenn du so willst. Ja, gut. Dafür ist es aber auch wichtig, tatsächlich in der Ruhe auch zu kommunizieren, das, was wichtig ist, für dich auch zum Ausdruck zu bringen und auszusprechen, also diese ganzen Wahrheiten, die du vielleicht jetzt erkannt hast in den letzten Monaten, Jahren, auch zum Ausdruck zu bringen und auszusprechen. Also es geht ganz, ganz viel hier um diese Transformation von Krieg in Frieden, wenn du so möchtest. Genau. Gut, und dann lass uns jetzt mit der Meditation starten. Dann machst dir wie immer erstmal gemütlich im Sitzen oder im Liegen. Atme ein paar Mal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus
um erstmal voll und ganz hier anzukommen. Und dann schließ auch schon mal deine Augen. Und dann lade ich dich heute ein, gar nichts groß zu erwarten, was geschehen müsste, was jetzt in dieser Meditation passiert. Lass einfach mal los. Muss überhaupt nichts passieren. Allein schon die Zeit, die du hier mit dir in deinem Raum verbringst, wird sich positiv für dich und dein Umfeld auswirken. Und dann spür einfach mal in deinen Körper. Geh mal von unten nach oben durch. Wie fühlen sich deine Füße an, deine Beine, dein Gesäß, dein Rücken, dein Bauch, deine Brust, deine Arme, dein Hals und Nacken, dein Kopf und deine Haare. Wie fühlen sich deine Haare an? Und dann atme mal ganz tief dieses Licht und die Liebe in dich ein. Stell dir vor, dass du mit jedem Einatmen auch das Mondlicht einatmest und bei jedem Ausatmen lässt du eventuelle Anspannungen einfach los. Und mach das noch ein paar Mal in deinem Tempo. Und dann spür jetzt mal in dein Herz. Und nimm mal wahr, wie es sich dort anfühlt. Und lausche mal ganz neugierig. Vielleicht flüstert dein Herz dir etwas zu. Vielleicht schickt es dir Bilder. Und vielleicht lässt es dich etwas fühlen, etwas ganz Tiefes fühlen, das dich öffnet. Öffnet für dich selbst, für die Liebe zu dir selbst. Und dann nimm wahr, wie die Energien des Neumondes in der Waage ganz von allein zu dir strömen, dich einhüllen, streicheln, berühren. Die Energien von Frieden, Harmonie, Freude, Verbindung. Verbindung zu dir selbst und Verbindung zu allem, was ist. Und spür diese Freude, die dabei aufkommt. Und nimm aber auch gleichzeitig wahr, diese Klarheit in dir. Und dann lausche weiter in dein Herz, beobachte. Und stell mal deinem Herzen die Frage, was ist jetzt wichtig für mich zu verändern?
Und dann frag dein Herz, wie du das machen kannst. Und dann leg mal eine Hand auf dein Herz oder auch beide. Und dann schenk jetzt mal deinem Herzen deine ganze Liebe. Dein Herz ist es, das tagtäglich für dich schlägt, ohne dein Zutun, ohne dass du dran denken müsstest oder es erinnern müsstest oder es bewusst tun müsstest. Dein Herz schlägt Tag ein, Tag aus, nur für dich. Und spür, wie mit jedem Atemzug diese Liebe intensiver und tiefer wird. Wie sich ganz vieles in deinem System entspannt. Gelassener, friedvoller, milder. Und freier wird. Spüre diese Liebe zu deinem Herzen und von deinem Herzen zu dir in jeder einzelnen Zelle deines Körpers. Spüre diese wohligen Wellen, die durch deinen Körper zirkulieren, sich ausbreiten. Und nimm wahr, was in dir und um dich herum geschieht. Spür diese Entspannung, spür diese Ruhe, spüre die Stille, spüre das Einssein mit dir selbst und nimm wahr, wie du durch diese Einheit mit dir selbst in eine noch stärkere Verbindung mit allem, was ist, kommst. Atme dieses Licht und diese Liebe ein und aus. Und dann nimm jetzt deinen Körper wieder etwas stärker wahr. Spür die Unterlage, auf der du aufliegst oder sitzt. Und spür mal diese Sicherheit, wie dich diese Unterlage trägt und hält. Spür diese Berührung und diesen Kontakt. Und nimm die Geborgenheit wahr, die daraus entspringt und hervorgeht. Und du kannst jetzt wahrnehmen, wie die Energien der Erde, von Mutter Erde, aufsteigen, in dich eindringen
bekräftigen und tragen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und spür das Vertrauen in das Leben selbst. Bade und genieße diese Energien. Bade in ihnen. Nimm sie in dich auf. Dehne sie in dir aus. Öffne dein Herz. Und lasse diese Energien, all diese wundervollen, wohltuenden Energien, gepaart mit den Erdenergien und den Mondenergien, durch dein Herz nach außen strömen und fließen und sich in der Welt ergießen. Diese wohltuenden Energien, lass es zu, dass sie auch deine Beziehungen berühren. In die Verbindungen zu anderen Menschen fließen. Und spür, wie du einerseits in der vollkommenen Einheit mit dir selbst bist und gleichzeitig in Verbindung mit allem, was ist. Und dann atme nochmal ganz tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Nimm deinen Körper wieder stärker wahr. Dann ist es Zeit, jetzt wieder zurückzukommen ins Hier und Jetzt. Und dann bedanke dich beim Mond, bei der Erde, bei allem, was ist. Und bedanke dich aus tiefstem Herzen bei dir selbst, dass du es möglich gemacht hast, dass du dich jetzt darauf eingelassen hast, die Beziehung zu dir selbst zu stärken und zu nähren. Um dann mit den nächsten tiefen Atemzügen wieder voll und ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Vielleicht beginnst du, deinen Körper auch zu bewegen, zu räkeln. Um dann auch wieder die Stimme stärker wahrzunehmen. Wieder hier in deinem Körper zu landen. Und um komplett anzukommen, noch dreimal ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund aus. Und deine Augen in deinem Tempo zu öffnen. Herzlich willkommen zurück, du Schönheit. Ich bedanke mich bei dir aus tiefstem Herzen für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dein Feedback, auf dein Like und auf dein Abo. Und würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Nutze gerne das kostenlose Erstgespräch. Und wenn du online gerne Kurse buchst, dann findest du alles, alle Informationen unterhalb von diesem Video im Textteil. Ich wünsche dir eine friedvolle Zeit. Ich wünsche uns allen Frieden und Bewusstsein und dass wir unsere Absicht tatsächlich auf die Liebe ausrichten und vielleicht auch auf die Freude, dass wir alle lernen, die Verantwortung für uns zu übernehmen und auch für den Frieden zu gehen. Alles, alles Liebe für dich, Licht, Kraft und Segen. Ich danke dir. Bis ganz bald. Bye, bye.